Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt seht ihr mich auch wieder. Ich wollte diesen Moment mit euch erleben, wenn der Planet aus dem Nebel auftaucht. Es ist einfach echt schön. So, hallo Spalter. Ja, wir sind wieder in einem Live-Let's Play. Und, okay. So. Okay, jetzt müssen wir zum Quartier der Cyrex, okay. Okay, dieser Planet kommt mir irgendwie bekannt vor, so mit brennender Regen. Finde ich jetzt nicht cool. Das bringt Erinnerungen. Okay. Dann ziehen wir mal wieder hier hoch. So, weil wir haben unsere Nachricht abgesetzt. Da hätte man ein bisschen Sprachausgabe oder so. Irgendwie den vorbereiteten Funkspruch oder so mal abfeuern können. Ja. Das ist, hätte man ein bisschen besser machen können. So. Robo, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Okay, zu welcher Welt müssen wir? Was? Pflege zum HQ der... Nach Xaros, okay. Wir gucken, wo Xaros ist. So. 22 Lichtjahre, sehr gut. Da kommen wir in einem Sprung hin. System suchen. Xaros. Sonne auf Karte anzeigen. So, bist du Xaros? Da, du bist es. So, Ziel erfassen. Dann gucken wir mal wieder, wo der... Da ist der Marker. Tja, dann müssen wir dieses unglaublich schöne System verlassen. Und da springen wir. Ja, zwischen den Folgen ist Folgendes passiert. Der Sven hat ein bisschen Promethium und noch ein bisschen Eis gefarmt, damit er endlich an Dinge rankommt. Okay. Das System ist auch so ein Nebelsystem. Gut, wir gehen hier hin. Und dann springen wir nach Xaros. Also zur Hauptwelt der Xerax. So, schön anvisieren und da springen wir. Okay, wir sollten mal auf P gehen, sobald wir aus dem Warp rauskommen. So, hoch. Da sollten wir ein bisschen Gas nach vorne geben. Okay. Wir drücken P und wir machen den Schild wieder an. Power 108%, 114%. Was zur Hölle, okay. Okay. So, jetzt. So, wir geben noch ein bisschen Gas. Mal sehen, ob die mir genauso wenig freundlich gesonnen sind wie auch in allen anderen Spielständen. So. Kühlschrank 3. Wir essen eine
Salami? Warte mal, wieso verderben denn hier Dinge? Ist der Kühlschrank aus? So, wartet mal, Geräte. Filter. Kühlschrank. Aktiv, 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 aktiv. Okay. Gut, verstehe ich nicht. Noch was schlecht geworden? So. Euch mal bitte hier hin. Das fertige Essen bitte hier hin. Damit ich so ein bisschen Überblick habe. Medizin. Halt, du kommst hier hin. So. Ja, ich muss mich echt um eine Nahrungsmittelversorgung kümmern. Ja. So, dann pingen wir nochmal. Okay, dieses ganze Rot gefällt mir nicht. Oh mein Gott, okay, da fliegt ordentlich was rum. Und wenn ich da jetzt in der Mitte durch muss, ist das ziemlich tödlich, würde ich sagen. Okay, jetzt haben wir da eine ganze Menge Sachen aufgedeckt. Komm schon. Wir entdecken gerade eine ganze Menge zusätzlicher Dinge. Das gibt auch eine Menge XP. Der Schwede, okay, hier wimmelt's halt. Ich hoffe, die lassen mich durch. Ach, sind Kurierdrohnen, okay. Da hinten kommt das orbitale Kommandozentrum. Da ist eine Fregatte. Die fliegt aber wegwärts von uns. Okay, okay, es scheint so, als wenn wir nicht direkt mal so instant Probleme kriegen würden. Stationsdienste. Okay. Tja. Vielleicht ist ein Kilometer noch zu weit weg. Vielleicht mögen sie uns nicht gut genug. Gucken jetzt nochmal. Stationsdienste? Nee. Mindestens neutral. Wir gucken mal. Die Zirax sind neutral. Okay. Judy. Oh, ich hoffe, das war's jetzt mit dem Hin- und Hergespringe. Es wäre jetzt echt schön, wenn wir mal irgendwie 10 Minuten Zeit hätten, mal ein bisschen Ressourcen holen zu gehen. Also gerade Essen und so. Wäre ein Ding. Wir gehen nochmal hier rein. Gehen hier auf Lysia, auf den... Doch, hier sind wir richtig, oder? Okay. Das hier. Judy... Eine Multiladung. Da dreht sich der Planet der Zirax unter uns. Der sieht auch nicht so gesund aus. Könnt ihr erklären, warum die in allen anderen Spielständen immer so sauer sind? So. Mal sehen, ob ich noch schnell genug die Parkbremse wieder reingemacht habe. Ja, habe ich. Okay, Mission, Befreiung annehmen. Aktivieren. Auf geht's. Okay. Los. Bremsen. Wieso fallen wir? Wir fallen?
Was ist jetzt? Wir gehen auf P, Geräte. Hauptbereich. Geschütztürme, Waffen sind aus. 102. Okay, wir machen mal den Schild aus. 90. Haben wir hier... Okay, das gefällt mir nicht, Leute. Wir machen mal... Okay. Jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier gerade getan habe. So. Okay, allein die Geräuschkulisse ist nicht sehr ansprechend. Okay, wir machen euch hier aus. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. P. 92. Machen die Lichter aus. 91. So. Okay, da ist Wasser. Okay, ihr seid fertig. Du bist auch fertig. Und du bist auch fertig mit allem, was du machen solltest. Was braucht denn jetzt bei dem Schiff so viel? Was braucht denn gerade so viel Strom? Geräte? Okay, wir gucken mal. Sammle dich im Xenos-Sektor. Okay. Eine Sicherheitszone, die Systeme lahmlegt. Gibt es sowas in Empörung? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Zurück zur Brücke. Weiß man nicht, was ich auf der Brücke anderes tun könnte? So. Ein bisschen Bunny-Hopping, bis wir hier wieder im Sitz sitzen. Okay. Wir machen mal ganz kurz. So. Hauptbereich. Die Schubdüsen aus. Okay, die Schubdüsen machen gerade Dinge. Machen die Schubdüsen wieder an. Okay. Jetzt könnten wir ein Problem kriegen. Wir machen die Schubdüsen erstmal wieder aus. So. Wir müssen ja nicht hier sinnlos den Strom verballern. Okay. Zerlegemodus? Nein. Aber wir haben doch ein Multitool. Da, Multiwerkzeug. Und eine Multiladung. So. Geh mal kurz zum Reaktorraum. Guckt mal, Leute, wie hübsch das hier ist. So. Ist auch nicht der Reaktorraum, aber... Netter Ausblick, oder? Muss man ja auch mal genießen. Okay, die persönliche Frackbox, so. Achso. So. Runter, nein, rauf zu den Reaktoren. Da. Warp-Antrieb, wir gehen auf Reparieren. Oh. Warpkern. Status überlastet. Okay, wir reparieren ihn. Zehn Flugspulen, 10 Kondensatoreinheiten. Ja, will mich das Spiel jetzt trollen? Hüllenschild. Ich habe das Gefühl, das Spiel mag mich gerade trollen.
Oh, da sind noch Aquabären drin. Okay. Ist hier noch was drin? Ja, eine Notration. Okay. Habe ich denn da nicht nachgeguckt? Wo sind denn meine Generatoren? So. Wie geht's dem Pentaxid-Tank? Dem geht's gut. So. Du bist die Drahtlosverbindung. Dir geht's auch gut. Okay, ich suche den Reaktor, also meinen Reaktor. Ja, du bist nur gelb, okay. So, hier waren keine Reaktoren. Hier geht es auch nirgendwo weiter raus. Aber die Aquabären könnte ich schon mal anpflanzen, wenn ich sie eh gerade in der Tasche habe. So. So, so. Okay. Dann gehen wir hier runter. Und checken jetzt nochmal, wo sind denn hier. Engineering nach rechts. Was? Engineering. Okay. Da. Engineering. So. Da haben wir es. Okay. Reparatur. Reparieren. Okay, euch geht's gut. Warte mal, habe ich aus Versehen Generatoren abgeschaltet? Okay, wartet mal. Habe ich vielleicht aus Versehen gerade Generator? Aktiv, aktiv, aktiv. Der ist aus. Der ist aus. Und der ist an. So. Und jetzt wird es hier drin halt auch direkt mal warm. Leute, ist schon cool gebaut, oder? So. Haben wir zwei Generatoren mehr. Und. Dann kommen wir hier durch. Bitte hier mal wieder zumachen, nicht, dass ungebetene Gäste reinkommen. So, aus irgendeinem Grund waren zwei Generatoren aus. So, vielleicht habe ich irgendwie eine Tastenkombination oder so gedrückt. So. P. Schubdüsen. An. Ich kann nicht abheben. Ich kann einfach nicht abheben. Okay. P. Schubdüsen aus. Alter, einfach mal 96%. Okay. Schubdüsen, Lebenspunkte passen. 3000, 3000, 3000. Die sind in Ordnung. Die sind auch in Ordnung. Für Haupttriebwerk, okay. Die sind auch in Ordnung. Okay. Crewstation Alien. Wo bist du denn? Wir haben hier ein Alien an Bord. Okay, wir machen euch mal aus. So. Okay. P. Und jetzt hier wieder die Schubdüsen bitte an.
Wenn wir gehen sofort auf 96% hoch. Signale aus. Automatische Bremse ist an. Wir machen die automatische Bremse aus. Da passiert nichts. Sauerstoff. Also ich sehe auch nichts. Abgeschaltete Gefäße fallen steigen langsam auf. Außentemperatur. Kühlen dauert nach dem Wiedereintritt des Gefährts. Okay. Okay. Wir gucken mal hier. Okay, das sieht aber eigentlich gut aus. Warte mal. Minimum Abhebeschub. 287 mN. Und wir haben nach unten 1000. Genau, 1153 mN. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was will mir das Spiel sagen? Okay, also es verbraucht halt jetzt einfach nur sinnlos den Treibstoff, den wir vorhin geholt haben. Schubdüsen aus. Okay. Okay, wir gucken jetzt mal ganz kurz rund ums Schiff. Also wir gucken jetzt mal rund ums Schiff. So. Steigen aus. So. Okay, wir gehen auf 0. Kommen wir auch hier hoch. So. Okay, 1. Nee, die sind ganz. Die sind ganz. Die funktionieren. B. Schubdüsen an. Da. Sie tun Dinge. So. Nochmal P. So, komm schon. P. Wieso klappt das nicht? Was bist du denn? Ach, das sind zwei Kanonen. Okay. Gut, jetzt. P-Menü geht gerade nicht. So, aber jetzt hoffe ich. P. Wir machen die Schub... Die Schubdüsen sind an und wir sind bei 11%. Was ist denn jetzt bitte anders? So. Was ist denn jetzt bitte anders? Und ich verhungere gleich. Okay, jetzt müssen wir erstmal was essen. Notfallverpflegung. Okay, wir machen hier nochmal das hier. Okay, jetzt macht er hier irgendwie komische Dinge wieder. Tja, Leute. Ich weiß nicht, ob sich das Spiel festgebackt hat. Okay, ich sehe hier auch nichts. Ich gebe Gas nach oben. Okay, wir machen die Schubdüsen wieder aus. So. Mögliche Zuladung. Minus 279 Tonnen. Okay. Auftrieb 36 Tonnen. Habe ich vielleicht gerade zu viel Last im Gepäck? Das könnte natürlich sein. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich beende hier die Folge und wir gucken uns das gleich nochmal an. Ja,
Genau. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.